Ein essentieller Bestandteil für Ihre Preisfindung und Kostenrechnung ist eine übersichtliche Darstellung der Herstellkosten Ihres Produktes. Wenn Ihre aktuellen Systeme nicht miteinander und mit Ihren Maschinen verknüpft sind, können Sie nicht klar mitteln, zu welchen Kosten Sie produzieren. Das heißt, Ihr Deckungsbeitrag stimmt nicht oder Ihre Kosten explodieren aufgrund der Rohstoffpreise. In diesem Fall bietet Ihnen Business Central eine verlässliche und einfache Darstellung Ihrer Herstellkosten. Um eine Übersicht Ihrer Artikelkosten zu erhalten, gibt es mehrere Möglichkeiten. Sie müssen hierfür zunächst die Seite des relevanten Artikels öffnen. Zum Beispiel bei einem Fahrrad, der hier im Artikelstamm hinterlegt ist, gehen Sie über Zugehörig auf den Button Stückliste, Sonstiges und auf Kostenanteile. Hier erhalten Sie den Einstandsbetrag und eine Übersicht der Kostenstruktur des Artikels. Sie sehen, wie sich der Einstandspreis basierend auf Ihrer Kalkulation des Materiales aus dem Sattel, des Rahmens und des Rades dazu zusammensetzt. Außerdem wurde hier noch ein Arbeitsplan hinterlegt, wo die Arbeitszeiten hinterlegt worden sind, die ebenfalls in den Einstandspreis mit einfließen. Wie Sie sehen, gibt es hier eine schöne Unterteilung zwischen den Materialkosten, den Kapazitätskosten und wenn Bedarf besteht, kann man auch noch Fremdarbeitskosten oder Gemeinkosten für die Produktion und Kapazität hier inkludieren. Ja? Dieser Einstandspreis befindet sich auf der Artikelkarte im Reiter Einstandspreise und Buchung hier beim Einstandspreis fest. Dieser Einstandspreis bezieht sich auf Ihre Kalkulation, die im Vorfeld getätigt wurde. Und wenn Sie jetzt wissen wollen, aus welchen Kostenanteilen Ihr produzierter Artikel, diese 274 Euro, besteht, können Sie im Feld Einstandspreis oder fakturierter Bestand die Detailbuchungen im Hintergrund einsehen. Genau. Und Sie sehen, wann ein Zugang hier getätigt wurde und beim Bestand, aus welchen Posten dieser Betrag herangezogen wird. Für einen Soll-Ist-Vergleich der Herstellkosten können Sie direkt am relevanten Produktionsauftrag eine Statistik aufrufen. Sie sehen hier den kalkulierten Einstandsbetrag von der Artikelkarte, die Sollkosten und daneben die tatsächlich angefallenen Ist-Kosten und auch eine Spalte, wo etwaige Abweichungen dargestellt werden. Um noch im Detail die Materialkosten nachzuvollziehen, können Sie hier unter Zugehörig Fertigungsauftrag in die Artikelposten hineingehen und dann genau einsehen, welche Artikel hier für diesen Produktionsauftrag verbraucht wurden und auf dem Einstandspreis gelandet sind. Ich habe hier meinen Sattel mit einem Stück und 20 Euro, den Rahmen und das Rad dazu. In unserer übersichtlich aufgebauten ERP-Software können Sie durch die genaue Berechnung der Herstellkosten und Soll-Ist-Vergleiche Transparenz schaffen. Erkennen Sie mit Business Central rasch, wo Sie Ihr Geld liegen gelassen haben und wo Sie ansetzen müssen. Mit Ihrer Analyse auf Knopfdruck reduzieren Sie auch die Zeit für die Herstellkostenkalkulation wesentlich. Viel Spaß damit!